Ich möchte jetzt die Welt von Kara zeigen. Kara ist unser Marienkäfer. Ich kann durch mit gedrückter linker Maustaste hier Kara in seine Welt setzen. Und diese Welt kann verschiedene Elemente beinhalten. Hier zum Beispiel ein Baumstumpf, hier ein Fliegenpilz und auch mehrere Kleeblätter. Du siehst, dass es hier etwas heller dargestellt wird. Das bedeutet, dass wir in einer Ansicht sind. In jener Sicht, die auch Kara sehen kann. Kara sieht an und für sich immer nur bis zum nächsten Kästchen. Und wenn ich das hier verändern möchte und das hier gleichmäßig eingeblendet haben möchte, wähle ich mir hier diese Weltsicht aus. Je nachdem, du siehst, verändert es sich. Ich wähle mir hier diese Weltsicht aus. Und mit Kara kann man einige Dinge anstellen. Das wäre hier herüben. Ich kann hier draufklicken, dann geht er einen Schritt, dann geht er noch einen Schritt und er steht jetzt hier auf einem Kleeblatt. Und ich kann jetzt hier mit dieser Aktion Kara sagen, er soll ein Kleeblatt aufheben. Man sieht, dass das Kleeblatt verschwunden ist. Er geht weiter, hebt wieder ein Kleeblatt auf. Er geht wieder weiter und ich könnte jetzt ihm zum Beispiel sagen, lege ein Kleeblatt ab. Und er legt ein Kleeblatt ab und ich kann ihm auch wieder sagen, das Kleeblatt aufzunehmen. Wenn ich jetzt hier angebe, weiter, bekomme ich den Hinweis, dass Kara eben keinen Schritt mehr tun kann, weil vor ihm ein Baum ist. Das heißt, ich muss mir etwas überlegen, wie ich hier weiterkomme. Ich werde mich einmal hier nach links drehen, werde weitergehen, drehe mich wieder nach rechts, gehe wieder weiter, weiter und so weiter. Ja, welche Aufgabe hat hier so ein Marienpilz? Ich drehe mich herum. Also Fliegenpilz natürlich, geh weiter. Und wenn du siehst, ich klicke hier wieder drauf, schiebt er den Fliegenpilz vor sich her. Das wäre jetzt hier die Welt von Kara. Was kann man noch dazu sagen? Ich kann jetzt hier zum Beispiel etwas hereinschieben. Kann ich hier andere Baumstümpfe reinziehen. Wenn ich jetzt nicht zufrieden bin, dann kann ich das Ganze hier in den Papierkorb schieben und habe damit an und für sich jetzt hier die Welt von Kara beschrieben. Ich könnte hier noch die Größe verändern. Das heißt, die Anzahl der Kästchen könnte ich hier verändern. Ich könnte hier die Breite auf 10 zum Beispiel stellen, die Höhe auf 12. Dementsprechend wird auch dann hier das größer. Ich könnte hier zum Beispiel einen Zoom einstellen, dass ich hier weiter in diese Welt hereinkomme. Ich kann es wieder Fenstergröße einstellen. Und das wären eigentlich so die wichtigsten Punkte, die wir hier jetzt in der Welt erwähnen könnten.